Hallo, schön, dass du reinschaust. Heute möchte ich dir zeigen, wie einfach man so einen modernen Sportsbag, altmodisch gesprochen einen Rucksack, einen Tourenbeutel, selber nähen oder auch kleben kann. Ich zeige es an der Nähmaschine und erkläre euch, wie man das am besten noch kleben kann. Das ist jetzt ein Rohling. Ich zeige euch dann aber auch, wie man den noch toll bedrucken kann mit allen möglichen Mustern und Ideen, die ihr euch selber entwerfen könnt. Ganz easy, ganz einfach und vor allen Dingen auch ganz preiswert. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Was brauchen wir nun für den selbstgenähten Sportsbag? Wir brauchen erstmal ein Stück Stoff. Das muss auf jeden Fall aus 100% Baumwolle sein oder Leinen. Etwas kräftiger vom Stoff. Dann habt ihr eine schöne Qualität und es hält gut. Die Größe. Es muss etwa 40 cm breit sein. Das geht auch 41, 42. Entscheidend dabei ist die Länge. Wir brauchen insgesamt von der Länge her 95 cm. 95 cm die Länge. Wenn ihr, also es gibt Stoffbreiten 90, 1,20, 1,40, 1,60. Bei 1,20 habt ihr dann noch Rest. Bei 1,40 und 1,60 auch. Und 1,90 wird ein bisschen klein, aber das müsst ihr euch überlegen. Davon brauchen wir einen Streifen. Hier oben ist eine Webkante. Das ist ganz wichtig, das zu wissen. Das brauchen wir nämlich nicht säumen. So, dazu braucht man natürlich eine Nähmaschine und entsprechendes Garn, Nähgarn in der Farbe eures Stoffes. Meine ist so gelblich-weiß gewischt. Ich werde mit Weiß nähen, damit ihr das besser seht. Dann brauchen wir noch, wenn ihr die Kordeln selber drehen wollt, für die Träger, ein Knäuel 50 Gramm für eine Nadelstärke. Ich meine, das braucht ihr nicht unbedingt wissen, die Nadelstärke, 3,5 bis 4,5. Aber dann wisst ihr genau, es ist nicht zu dünn. Ihr könnt auch gerne ein Garn nehmen für eine Nadelstärke 5 oder 6, dann wird die Kordel vielleicht dicker. Und da brauchen wir 50 Gramm ein Knäuel in der Farbe, die ihr mögt. So. Dann brauchen wir, wenn es geht, noch ein Schnürsenkel, ein Schuhband oder ein anderes ganz kräftiges Band, was wir dann zerschneiden. Wir brauchen noch Stecknadeln. Ich habe hier mein Handarbeitsglas mit den Stecknadeln. Das hatte ich euch auch schon in einem Video vorgestellt. Und wir brauchen ein Maßband, ein Lineal oder ein Zollstock, was ihr habt. Und natürlich eine Schere. Dann brauchen wir noch eine Nähmaschine. Und wer keine Nähmaschine hat, könnte dies auch kleben mit einem Textilkleber. Der braucht dann rundherum nicht doppelt versäumen, sondern nur einfach und müsste es festkleben. Aber das zeige ich euch jetzt im Laufe des Videos. Das Maßband ist ganz gut, wenn man sich das einfach um den Hals herumlegt. Dann kann man am besten messen mit. Das wäre schön, wenn ihr das machen würdet. So, dann versäumen wir zuerst den Stoff. Das heißt, wir haben unsere Webkante, die muss nicht versäumt werden. Die ist eigentlich bei jedem Stück dabei, ansonsten müsst ihr das rundherum machen. So, dann legen wir den Stoff unter die Nähmaschine, dass unser Muster, unsere Farbe nach unten ist, also rechts nach unten. Wir stellen die Nähmaschine auf eine Stichlänge von etwa 3 bis 3,5 und dann versäumen wir jetzt erstmal. Wer da ungewiss ist, kann sich mit Stecknadeln feststecken. Wir drehen den Stoff 1,5 cm bis 7 mm nach einmal um und dann noch einmal. Das ist versäumen, dass die unschöne Stoffnaht nach innen guckt und dann wird das so abgesteckt, dass man beim Nähen die Nadeln immer rausziehen kann. Und das könnt ihr dann rundherum machen erst einmal. Und da ich ganz viel nähe, brauche ich das eigentlich nicht mehr. Das funktioniert so. Also ihr steckt es euch rundherum fest. Ich zeige euch jetzt, wie wir festnähen. Wir legen es unter die Maschine. Am Anfang immer ganz wichtig, hin und her zu nähen. Falscher Stich, Gradstich. Hier fünfmal hin und her.
Dann schlingen wir uns das hier rum, schön gerade, und kann es immer so schön mit dem Finger ausstreichen, dann geht es besser. Und etwa 2 bis 3 mm direkt vom Rand entfernt nähen wir den Stoff fest. Bitte nicht in der Mitte vom Stoff, sondern ein bisschen fest. So, und dann wird er rundherum festgenäht. Und dann kommen die Ecken dran, das zeige ich euch. Das müssen wir jetzt rundherum machen. Diejenigen, die keine Nähmaschine haben und dies halt kleben müssen, müssen dies mit einem Kleber genau so machen, mit einem Textilkleber festdrücken. Ganz wichtig ist als Unterlage auf jeden Fall ein Backpapier zu nehmen, weil sonst klebt euch das alles voll und das Backpapier löst sich auf jeden Fall vom Stoff, wenn etwas unten drunter gegangen sein sollte. So, jetzt kommen wir nach unten zur Ecke. Faden mal entfernen, die noch rumliegen. Und jetzt müssen wir die Ecke nach oben machen. So, und dann noch einmal. Und schon haben wir eine saubere Ecke. Wenn die nicht so sauber wird, ist es auch nicht schlimm, weil diese Naht nach innen kommt. Und ich mache jetzt den Sportsback so einfach wie möglich von der Naht her. Mit dem Versäubern sehr ordentlich, aber dann auch für das Zusammennähen. So, dann stecken wir in die Mitte ein und nehmen auch ein bisschen hin und her. Dann machen wir die Nadel nach unten. Die Nadel bleibt jetzt nach oben unten im Stoff stecken. Dann drehen wir das Ganze. Die Nadel ist im Stoff. Wir machen es wieder runter. Wir fangen an zu nähen, wieder ein bisschen hin und her. Und so versäubern wir rundherum unser Stoffteil. Und das machen wir jetzt erstmal und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Wir machen jetzt die Nadel nach oben, das Füßchen hoch und ziehen den Stoffen ganz weit entfernt, dass wir den Faden gut lang abschneiden, sonst zieht er sich beim nächsten Mal wieder rein. So, jetzt haben wir alles versäubert und jetzt müssen wir den ersten Tunneldurchzug nähen. Das zeige ich euch. Wir nehmen unseren Stoff und schlagen den um. So. Genau. Und wir haben hier 5 cm müssen wir umschlagen. Das messen wir immer nach. Wie gesagt, wenn ihr ein Maßband habt, am besten um den Hals rumhängen und dann ist es immer da. Und dann messen wir uns 5 cm ab. Dann können wir es super ausstreichen, gerade bei so einem Baumwollstoff. Dann nehmen wir die Stecknadeln und stecken diesmal so ab. So. Und dann muss diese Naht wirklich gut festgenäht werden. Auch am Anfang hin und her. So. Andere Seite machen wir gleich das gleiche. 5 cm umschlagen. Gucken wir. Maßband, Lineal oder sonstiges ist zu viel. So, feststreichen. Ihr seht, unten ist wieder unser Muster, unsere gute Seite und es wird nach innen umgestülpt. Schön feststecken. Und dann nähen wir dies wieder mit dem Geradstich fest. So, erste Nadel kann schon weg. Bisschen runter und ganz knapp genäht. Anfang wieder hin und her. Ihr könnt ruhig die Naht, die vorgegeben ist, wenn das jetzt nicht gerade hier
der Stoff, der gute Teil des Stoffes ist, und auf die gleiche Naht fest. So, erster Ton fertig, am Ende auch wieder gut festnähen, hochheben, Nadel raus, weit wegziehen. So, hier haben wir nun unsere zweite Seite. Wir machen das gleiche, einfach hin und her und durch. Nadel hoch, Füßchen raus, hoch, auch ab, die Fäden abschneiden und ihr seht, wie schnell das ging. Nächster Schritt. Wir haben beide Tunneldurchzüge, beide oben, die legen wir aufeinander. Aufeinander legen. So. So. Die liegen aufeinander. Wo die Tunneldurchzüge enden, das bleibt offen, fangen wir jetzt an mit der nächsten Schließnaht. Wir legen unser Nähteil unter die Nähmaschine. Die Tunneldurchzüge bleiben auf, hier oben wirklich extrem gut festnähen. So, und dann nehmen wir beide Teile aufeinander. Ihr seht, wie sauber das aussieht. Ich mag das versäubern. Auch, dass es in der Tasche gut aussieht. So. Achtung! Jetzt nehmen wir unser Band. Wir schneiden etwa 6, 7, 8 cm große Stücke ab. So. Wir nehmen die zu einer Schlaufe und etwa 3 bis 4 cm vom Boden entfernt wird diese Schlaufe nach innen geschoben. Daran werden dann die Bänder für den Träger, für den Rückengurt angebracht. Die lassen wir draußen hängen, die Schleife kommt nach innen. Ich hoffe, ihr seht es. Die Bänder bleiben hier außen hängen. Und wir jetzt extrem die Schlaufe gut fest. Das heißt, wir kommen zu den Bändern und eins hin und her. Hier fünfmal. So, und dann fahren wir nach unten und nehmen hier wieder fest. Super. Rausziehen. Wir drehen das Ganze. Wir gucken unsere Tunneldurchzüge an. Wo enden sie? Da. Und jetzt das Gleiche. Unter die Nähmaschine. Festnähen. Richtig gut. Wir fahren nach unten. Immer mal gucken, dass die beide Stoffteile erwischen. Wir kommen nach unten und auf die Höhe unserer Schlaufen machen wir das gleich. Wir nehmen unser Band, legen es zu einer Schlaufe. Die Schlaufe kommt nach innen. Die zwei Enden lassen wir draußen hängen und wir nähen drüber hin. Vier, fünf Mal. Und unten wieder hin und her. Und schon haben wir das Grobe gemacht. So. Dies kann man kleben. Wie vorhin, den Sauen, man kann es übereinander kleben. Man kann auch die Schlaufe hineinstecken und weiter kleben. Aber nachher müsst ihr auf jeden Fall noch mit der Hand hier gut innen drinne festnähen. Das ist ganz wichtig. Hier würde ich mit der Hand extrem gut festnähen. Und hier oben unter dem Tunneldurchzug auf jeden Fall auch. Dann hält das auch, aber ihr müsst ein bisschen mit der Hand nähen, sonst hält das nicht aus. So, ich schneide jetzt alle Fäden ab. Gut. Wir kommen zu den Kordeln, die wir dafür brauchen. Ich habe extra die Kordeln gedreht werden. Das wäre lieb, wenn ihr euch das anschauen würdet, sonst wird dieses Video zu lange. Und dann zeige ich euch, wie wir dann die Kordeln in den Sportsbag einziehen. Das geht ganz easy, braucht euch gar keine Gedanken machen.
Und ihr seht, wie schnell wir so einen Sack für ein Sportsbags genäht haben. Aus einem ganz einfachen Stoff. Ihr könnt natürlich ein tolles Muster nehmen. Dieser wird dann auf jeden Fall noch mit Textilfarbe bedruckt. Wir machen Stempel. Ganz viele individuelle Stempel könnt ihr machen. Mit ganz wenig. Und dann kommt ein tolles Muster noch drauf. Wir schauen uns jetzt erstmal, oder ihr schaut euch bitte erstmal jetzt das Video an mit den Kordeln drehen, Seil drehen, Kordeln drehen. Und macht das. Oder ihr kauft euch im Baumarkt Kordeln, das geht natürlich auch, solche Seile. Dann braucht ihr 2 mal 2,10 Meter. Oder mal 5 cm mehr, das macht auch nichts, aber um die 2,10 Meter muss sein. Und dann zeige ich euch, wie easy die eingefädelt werden. Und dann sind wir auch schon mit dem Rohling fertig, falls ihr nicht schon ein tolles Muster habt und sagt, nö, drucken ist nicht meins. Und das machen wir jetzt erst einmal. Kordeln drehen. Die Kordeln sind jetzt gedreht. Ich schneide erstmal die Enden ordentlich ab. Das ging jetzt wirklich innerhalb von 5 Minuten, habe ich die 2 dicken Kordeln gedreht gehabt, die langen. Und heute bin ich dann verdrehen die sich auch wirklich ganz toll. Was wir jetzt brauchen, ist erstmal Teser, Klebestreifen und wenn es geht, ein langes Stäbchen, Schaschlikstäbchen oder vom Chinesen ein Stäbchen oder einen langen Pinsel, auf jeden Fall was Dünnes, Langes. So, dann nehmen wir unsere Kordel und kleben die mal da drauf. So, am besten hinterm Knoten einmal, sonst rutscht sie euch durch und dann vor den Knoten nochmal. Das geht wirklich total easy und ganz schnell, da braucht ihr euch gar nicht abmühen, wie kriege ich das Ding jetzt in die Tasche hinein. So, dann fangen wir an. Wir gehen in den einen Tunneldurchzug hinein, auf der anderen Seite heraus. Und ziehen uns die ganze Kordel durch. So, haben wir schon. Dann gehen wir auf der anderen Seite, da wo wir rauskommen, in den anderen Tunneldurchzug rein. Ihr seht, wie schnell das geht. Muss ich nur zu helfen wissen. Und ziehen es auch raus. So, das ist ja schon die eine Kordel und die können wir auch jetzt schon wieder runter machen. Vom Stäbchen. Dann ziehen wir uns die gleich lang, das ist wichtig, gleich lang ausziehen. So, wir haben sie gleich lang rausgezogen. Jetzt kommen wir zu unserer Öse. Die ist hier unten. So, wir machen erstmal einen Knoten, ich zeige es, einen Knoten in der Höhe etwa 10 cm höher, sonst rutscht uns dieser Knoten, den wir haben, zum Befestigen ständig hin und her, das sieht unschön aus. Dann gehen wir mit einer Öse, mit einer Kordel durch die Öse und dann machen wir noch einen dicken Knoten, genau der gleiche. Und voilà, schon ist fertig. Und so sieht es wirklich ganz ordentlich aus. So haben wir eingefädelt, so hält's. So, nächste Kordel. Wir kleben wieder fest. Einmal vorm Knoten, einmal hinterm Knoten. So, richtig festziehen. So, da habe ich doch alles ordentlich abgeschnitten. Das seht ihr wirklich, die sind selber gemacht. Weil hier sind auch die Schlaufen vom Festhängen am Türgriff. Das muss auf jeden Fall ordentlich abgeschnitten werden. So, jetzt müssen wir entgegengesetzt arbeiten. Da, wo jetzt die Schlaufe ist von der ersten Kordel, da müssen wir jetzt als erstes hinein. Das muss entgegengesetzt sein. Wir brauchen ja einen zweiten Träger. Dann kommen wir auf der Seite raus, wo unser Träger schon ist. Ziehen durch. Und dann auf der anderen Seite wie gleich wieder hinein. So, kommt raus. Wieder runter machen. Dieser könnt ihr dann wieder entfernen. So, wir gehen auf gleiche Länge. Etwa 10 cm
Abstand schon der erste Knoten. Dann gehen wir mit einem Band durch unsere Öse, machen wieder einen Knoten und unser Sportsberg ist fertig. Seht ihr, man kann ganz einfach dann oben zuziehen. So ist das. Schön zu, geht wieder auf, geht wieder zu und man kann es anhängen, wie man möchte. So. Und das ist jetzt der Sportsbag, der Turnbeutel, wie es früher hieß, im Rohzustand fertig. Wie gesagt, ihr habt ein tolles Muster, es ist fertig. Ihr könnt aber auch wirklich bei mir mal reinschauen. Ich habe so viele unendliche Sachen gehäkelt und gestrickt als Deko, ob im Edelweiß und Herz. In Socken, ganz viele verschiedene Blumen, gefilzt und ungefilzt, Eulen. Es gibt wirklich ganz viel und das könnte man dann hier mit dem Textilkleber draufkleben. Denkt aber dran, wenn ihr das klebt, erst innen drinne in Backpapier als Trennschicht reinlegen, nicht, dass es euch durchdrückt und ihr habt beide Teile verklebt. Das wäre ganz dramatisch. Oder ihr näht es halt auf einer Seite von unserem Schwarzbag, von unserer Tasche, mit der Hand an eure Dekosachen. Und im nächsten Video, wenn ihr Lust habt, dann zeige ich euch, wie man diesen Sportsbag ganz toll und einfach mit selbstgemachten Stempeln bedrucken kann. Und dann hoffe ich sehr, es hat euch gefallen und die Idee vom Sportbeutel, vom Sportsbag auch. Und ihr näht es vielleicht nach. Mich würde es freuen. Und ich wünsche euch wirklich wunderschöne Tage. Tschüss.